Die Nachwuchsastronauten am Ziel ihrer Träume. Als Ehrengäste der NASA verfolgen sie live den Start der Discovery vom Kennedy Space Center. Aus solcher Nähe dürfen sonst nur die Angehörigen der Astronauten das Spektakel miterleben. Ich hoffe bloß, dass alles gut geht, dass alles funktioniert, dass sie sicher oben ankommen auf der ISS. Und ja, ich freue mich ganz sehr, den Shuttle zu sehen. Zuvor haben Anne und der Rest der Gruppe aufregende Tage erlebt. Die 12 Schüler aus Sachsen, Bayern und Thüringen erfüllen sich auf ihrer 14-tägigen USA-Reise einen Traum. Ein Trip durch die amerikanische Weltraummaschinerie. Das Johnson Space Center in Houston, im Originalnachbau der ISS, darf heute der Nachwuchs rein. Ich könnte mir das vorstellen, dort oben zu leben, wobei ich mir es nicht so richtig vorstellen kann, wie man sich dort oben orientiert, denn da es kein unten, kein oben, kein links und rechts gibt. Aber ich denke mal, mit einer Woche hat man sich dort oben eintrainiert und ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit der Schwerelosigkeit, mit diesem Spaß da oben irgendwann langweilig werden würde. Was aussieht wie Dixie-Klos, ist ein Gerät, in dem die Astronauten die enormen Kräfte eines Shuttle-Starts nachempfinden können. Jetzt testet Peter die Widerstandsfähigkeit seines Magens. 4G-Beschleunigung, also die vierfache Beschleunigung der Erde. Und am Anfang fühlt sich das sogar richtig nett an. Und wenn man versucht, seinen Kopf zu heben und zu den Seiten zu bewegen, verschwimmt die gesamte Sicht und man verliert jedes Gefühl für die Orientierung. In Bereichen, die anderen verschlossen bleiben, schnuppern die Schüler Weltraumluft. Nur unter Wasser können die Astronauten Bewegungsabläufe in der Schwerelosigkeit trainieren und einen Spaziergang im All simulieren. Wenn man in so einem riesigen Astronautenanzug drin ist, wo die ganze Bewegung eingeschränkt wird und wo selbst das Atmen schwerfällt, feinmotorische Dinge da unten zu machen, verbraucht so unglaublich viel Kraft. Und was diese Astronauten dort unten leisten, ist in Worten nicht zu beschreiben. Dann der atemberaubende Höhepunkt der Weltraumreise, Start zur 115. Shuttle-Mission. Posieren fürs Familienalbum, fast verpassen die Schüler das Ereignis. Zum Glück ist die Discovery noch ein ganzes Stück am Himmel zu sehen, bevor sie im All verschwindet. Auch die Erwartungen von Anne haben sich mehr als erfüllt. Wenn man die Rakete starten sieht und die Luft vibriert, also man fühlt die Klamotten vibrieren und das, man kann es nicht beschreiben, alles jubelt, alles ist außer sich. Das sind Gefühle, wo einem schon die Tränen in den Augen stehen. Das Mission Control Center, die Gruppe an ihrer letzten Station. Wie als Bestätigung, ihren Weg weiterzugehen, sendet ihnen der deutsche Astronaut Thomas Reiter einen Gruß aus dem All.